Heute wollen wir mal wieder Kampf-Haustier-Szenarien machen. Und zwar geht es diesmal, die Quest gibt es hier in Borallus, hier hinten, bei Tissy Kolbenschock. Ratloser Tod findet Sean Wilkers vor dem Bediensteten-Eingang von Stratholme in den östlichen Pestländern. Man sieht sich. Östliche Pestländer. Oh, jetzt muss ich überlegen. Eisenschmiede. Hä? Da müssen wir hin. So, und wenn wir mit Stratholme fertig sind, ich glaube, es ist noch ein neues dazu gekommen. Und zwar, jetzt muss ich lügen, Schwarzwaldstiefen. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas hatte ich gelesen. So, dann einmal zum Flugmeister. Der Flugmeister ist in der Mitte von Eisenschmiede. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, da drüben. So. Wir möchten nach zum Nordpassturm. Ja, komm. Fliegen wir jetzt zum Nordpassturm. Gut, wir schauen mal nach unseren Kampfhaustieren. Wildtierführer. Also, wenn es ruckeln sollte, das liegt an OBS. Hier im Spiel ruckelt gar nichts, weil es war vorgestern wieder ein Windows-Update. Ja, zum Kotzen sage ich nur. Es hat wieder alle Einstellungen geändert. Bei mir, das Mikro war komplett deaktiviert. Die Kamera musste ich neu hinzufügen. Hier die Einstellungen bei den Aufnahmen waren geändert. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal passiert, wenn ich wenn ich ein Windows-Update habe. Gut. Wir müssen jetzt mal gucken. Und zwar habe ich mir schon mal im Internet ein bisschen rausgesucht, was wir für Haustiere brauchen. Also beim ersten brauchen wir einen Drachkin, Humanoid und Kleintier am besten. Also mit Drachkin-Angriffen. Hehehe. Drachkin. Oder Klein Terragossa. Klein Terra. Was? Drachkin, Humanoid, dann nehmen wir den Götzen. Und Kleintier. Fienchen. Muss noch mal kurz gucken. Also, hierbei handelt es sich um Haustiere der Kategorie Magie, Drachkin oder Untot. Was? Magie, Drachkin oder Untot? Haben wir noch ein anderes Kleintier irgendwo? Ich habe so viele Dinger hochgelevelt, aber Kleintiere vor allem. Hier, Untot. Das ist doch mal was. Hau mal den Sumpffiedler noch mit rein. Also, wenn ihr genau wissen wollt, wo ihr Tipps dazu kriegt, schaut einfach mal bei Google
Haustier. Dungeon. Habe ich eingegeben. Haustier Dungeon. Und dann einfach gucken nach Stratholme. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Hinterland. Und dann sind wir schon in den östlichen Pestländern. Ja, wir können jetzt auch mal drauf eingehen, wie es in den nächsten Wochen bis zum neuen Add-on Shadowlands weitergeht. Wir haben die letzten zwei Tage haben wir Operation Mechagon gemacht, was für uns neu war, weil es vorher nur im Mythischen gab. Wir machen jetzt die zwei Haustier-Dungeons, einmal hier Stratholme und dann, wie gesagt, ich glaube, Schwarzfelstiefen ist noch eins. Und danach wird es den Raid geben. Wo ist er? Hier, Nialota. Hier gibt es drei Bosse, hier gibt es vier Bosse. Also ich glaube, insgesamt sind es 12 Bosse. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und das werden wir machen und danach werden wir keinen neuen Content mehr haben. Wenn wir mit allem fertig sind, weil Nialota wird erst nach und nach freigeschaltet, also hier nächste Woche wird fast freigeschaltet und am 11. wird noch was freigeschaltet. Also am 11. wird dann der letzte Flügel freigeschaltet. Und ich glaube, hier innerhalb dieser zwei Wochen fangen wir mit dem an. Danach werden wir wahrscheinlich alte Gebiete questen. Ich weiß es noch nicht genau. Daher, ich nehme es erstmal nur an. Was hat sich denn hier verändert? Hier war doch vorher nie eine Mauer. Wie lange war ich denn nicht mehr hier? Alter Schwede. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Meistertierzähmerin. Okay. Da kein neuer Content für uns da ist, werden wir wahrscheinlich alte Gebiete durchquesten, die wir noch nicht gemacht haben. Burning Crusade haben wir ja schon komplett gemacht. Ich würde sagen, wir machen Red of the Lich King. Ja, Red of the Lich King hört sich mit am besten an. Ich glaube, da haben wir auch eine Menge nicht gequestet. Quests, Not End. Jetzt muss ich überlegen. Ja, mit dem haben wir fast gar nichts gemacht. Okay. Heißt, haben wir noch eine Menge nachzuholen. So, Hintereingang Stratholme. Das wäre hier hinten. Hallöchen. Beenden. Winzige Schrecken von Stratholme. Besiegt Schwarzmähne. Ihr erlernt Manapaths Verbindung Stratholme. Manapath kann euch jetzt nach Stratholme teleportieren. Und einen ultimativen Kampfübungsstein. Man sieht sich. Wie geht's? Was verkauft der? Was ist das? Geläuterte Überreste. Kann bei der Haustierkampf-Herausforderung in Stratholme erworben werden. Sprecht mit Sean Wilkers in der Nähe der... um sie einzutauschen. Also hier können wir 4 neue Haustiere kaufen. Und ungeöffnete Vorratskisten von Stratholme. Okay. Dann fangen wir an, würde ich sagen. Sehr schön. Dieses Szenario besteht aus 11 Phasen. Jo, 11 Phasen, geil.
Also, wir müssen zuerst den hier besiegen. Spuckling. Okay. Aufgeben. Ah, scheiße. Ich habe vergessen, Drachkin-Fähigkeiten reinzumachen. Drachkin. Da ist es egal. Und hier ist es auch egal. Ja, aber wir brauchen mindestens eine gescheite Drachkin-Fähigkeit. Ey. Sehr schön. Was haben wir hier? Zweimal magisch. Nicht tot machen. Hallo? Ja, so viel zum Thema Humanoid und was war das andere? Kleintier. Also ich glaube, den Götzen können wir gleich abschreiben. Kleinen Terragossa auch. Nein, aua, aua, nicht. Komm, machen wir den jetzt rein. Sauber. Och, Leute. Sehr schön. So, die erste Phase ist abgeschlossen. Was? Schlickspucker besiegt. Haustiere heilen. Ich will mal kurz auf meine schlaue Seite gucken. Drei Frösche. Echt? Drei Frösche? Ach, das ist er hier. Okay. Haben wir drei Frösche überhaupt? Frösche. Was sollen wir machen? Gegen Gift, Schlickspucker setzen wir drei Frösche ein. Wir halten Fliegenschwarm aktiv, heilen uns bei Bedarf mit reinigender Regen und kämpfen ansonsten mit Zungenschlag. Zungenschlag, reinigender Regen und Fliegenschwarm. Jetzt muss ich gucken. Knurri. Kröte. Und das war's. Ne, hier ist noch ein Sumpfquaker. Okay. Ja, probieren wir es aus. Ui. So, wir machen zuerst das hier. Ja, das sieht gut aus.
Ey, warum haut der denn jetzt auf andere drauf? Was soll denn die Kacke hier? So, dann machen wir jetzt einmal Reinigen der Regen. So, eine Runde können wir noch ohne Fliegenschwarm. Und jetzt können wir ihn wieder aktivieren. Weil jetzt ist er weg. Sauber. Und das war's. Sehr schön. Ach, der ist ja noch gar nicht tot. Jetzt stirbt er. So, sehr schön. Dann schaurige Gespenster und unheimliche Bestien. Ich würde sagen, damit machen wir morgen weiter.